Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und wenn ihr das erste Mal hier auf meinem Kanal seid, ein herzliches Willkommen auch an euch. Ich möchte euch in diesem kurzen Video heute zeigen, wie ich persönlich es mache, um mir im Alltag ein bisschen mehr Frische und Lebendigkeit ins Gesicht zu zaubern. Ich gehe auch durchaus ungeschminkt auf die Straße, aber man möchte ja immer so das Beste aus sich rausholen, wenn auch mit wenig Produkten und wenig Aufwand. Und darum soll es heute gehen. Einfach ein bisschen frischer, ein bisschen strahlender aussehen, mit wenig Produkten, mit wenig zeitlichem Aufwand. Und wie ich das mache, das seht ihr jetzt im folgenden Video. Viel Spaß! Also ich möchte euch heute zeigen, was ich persönlich mache, um ein bisschen frischer und lebendiger auszusehen im Alltag. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte, auch ungeschminkt rauszugehen. Wie ihr aber sehen könnt, ist meine Haut nicht perfekt und das war sie auch noch nie. Und man möchte sich ja immer möglichst gut fühlen, auch wenn man sich im Spiegel zum Beispiel sieht oder andere Leute trifft. Und das, was ich mache, ist wirklich das Minimum an dem, was man im Grunde machen kann. Klar, es geht auch immer auf die Ausgangssituation an. Wenn ihr perfekte Haut habt, braucht ihr keine Foundation oder dergleichen oder auch keinen Concealer. Die Produkte könnten tatsächlich ein bisschen variieren, je nachdem, wie eure Ausgangssituation ist. Ich kann euch nur zeigen, was ich mache, um ein bisschen frischer und lebendiger auszusehen. Und das werde ich auch jetzt tun. Die Produkte, die ich benutze, liste ich euch unten in der Infobox auf, aber es geht nicht so sehr um die Produkte an sich. Das sind einfach nur die, die ich gerade da habe, die ich gerade benutze. Und los geht's! Und als erstes möchte ich gerne mein Teint ausgleichen. Wie gesagt, wenn ihr gute Haut habt und das gar nicht braucht, dann könnt ihr den Schritt auf jeden Fall überspringen oder wenn ihr sagt, ihr braucht nur ein bisschen Concealer und das reicht euch. Bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich nehme jetzt gerade Foundation und verzichte auf Concealer und ich versuche gerade eine Mineral Foundation aufzubrauchen. Die trage ich auf mit einem kleinen flachen Pinsel und arbeite die in die Haut ein. Ganz sachte und ohne Druck, einfach nur damit die Haut ein bisschen ausgeglichen und in meinem Fall auch mattiert wird. Ruhig auch über die Augen. Und an den Stellen, wo ich stärkere Rötungen habe, nehme ich einen kleinen Concealer-Pinsel und gehe mit der Foundation über diese Stellen drüber. Das hat den Vorteil, dass das auf jeden Fall derselbe Farbton ist, als wenn man jetzt zum Beispiel Concealer dafür benutzen würde. Das hängt natürlich dann auch von der Deckkraft der Foundation ab. Aber ich habe kein Problem damit, wenn man die Haut als solches erkennt. Es soll ja schließlich auch natürlich wirken. Ich habe zum Beispiel immer ein sehr gerötetes Kinn. Da gehe ich nochmal drüber und tupfe das mehr so ein, dass es so ein bisschen oben aufliegt. Und auch die Nase ist bei mir immer sehr rot und ich habe hier auch geplatzte Äderchen. Die möchte ich so ein bisschen kaschieren. Ich möchte sie nicht ganz verstecken, nur kaschieren. Um die Nase drumherum. Hier noch so ein paar kleine rote Punkte, die ich da habe. Aktuell. Und dann kann man die Haut als solche noch erkennen, aber der Ton ist so ein bisschen ausgeglichen. Das Hautbild ist nicht mehr so unruhig wie zu Beginn. Als nächstes nehme ich ganz gerne ein Rouge, das so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubert. Nicht zu knallig, auch nicht zu blass. Wenn der Farbton ein bisschen zu hell ist, kann man den natürlich auch aufbauen. Und den trage ich mit einem schönen weichen Pinsel auf, an dem jetzt gerade ein Haar von mir dran hängt. Und ich mache nicht die Apfelbäckchen, sondern ich ziehe nur ganz leicht die Wangen etwas hoch.
tupfe das hier drauf. Dann haben die Wangen schon mal etwas Frische. Was ich auch gerne mache, um das alles harmonisch erscheinen zu lassen und noch so einen Tick mehr Frische ins Gesicht zu geben, ist, dass ich mit ein bisschen Rouge über den Nasenrücken fahre, und zwar quer. Also nicht im Nasenrücken entlang, sondern quer. Es hat auch so ein bisschen was von dem Trend, der jetzt umging, habe ich gesehen, Cold Girl Look. So ein bisschen so. Und ein bisschen nehme ich auch noch über die Augen. Ganz leicht, dass man nur so eine Hauchfarbe sieht. Und natürlich die Wangen in der Intensität, wie das für den eigenen Teint gut passt. Nicht zu knallig, sondern einfach so, wie man natürlich erröten würde oder wie es aussehen würde, wenn einem tatsächlich kalt wäre. Was ich jetzt hier im Studiolicht nicht behaupten kann. Das ist ein bisschen mehr Frische im Gesicht. Wenn man so ein Duo-Produkt hat, kann man natürlich auch den Highlighter noch benutzen. Aber darauf habe ich jetzt verzichtet, weil ich euch ja einen Look zeigen wollte, wo ich tatsächlich nur 5 Produkte benutze. Ich weiß gar nicht, ob ich das anfangs gesagt habe. 5 Produkte. Das waren jetzt 2. Jetzt kommt Nummer 3, Mascara. Und ich benutze inzwischen oder momentan ausschließlich wasserfeste Mascara. Und die trage ich jetzt in 2 bis 3 Schichten auf. Eigentlich eher in 2 Schichten. Also das ist so meine übliche Menge an Mascara, die ich auftrage. 2 dünne Schichten. Und weiter geht's mit den Augenbrauen. Wenn ihr natürlich tolle Augenbrauen habt, dann braucht ihr da gar nichts machen oder vielleicht ein bisschen klares Augenbrauengel. Ich bin allerdings nicht mit so tollen Augenbrauen gesegnet und das war ich auch noch nie. Deshalb muss ich da ein bisschen nachhelfen und ich verwende heute eine Augenbrauenpomade. Kämme die Haare nochmal kurz durch. Das ist so ein doppelseitiger Pinsel eigentlich ganz schön, weil man da nicht immer hin und her wechseln muss. Und dann fülle ich meine Augenbrauen erstmal da auf, wo ich denke, dass sie es besonders brauchen. Und das Ganze halte ich natürlich für diesen frischen Look möglichst natürlich. Also ich möchte keine Balkenaugenbrauen oder extrem hervorstechende Augenbrauen haben. Das passt auch überhaupt nicht zu meinem Typ. Nochmal gut kämmen. Und das ist auch wirklich nur eine Unterstützung. Das muss nicht komplett ausgefüllt sein, dass das so eine einheitlich, also von der Farbe her einheitliche Braue ist. Und da ich sehr schmale Augenbrauen zum Ende hin habe, so ein bisschen weiter runter, nehme ich dann meistens noch so ein Wattestäbchen und gehe nochmal dran vorbei, um etwas, das eventuell über den Rand hinausgegangen ist, zu korrigieren. Und zu guter Letzt nochmal durchkämmen. Et voilà, Augenbrauen sind fertig und dann kommt noch ein bisschen Frische auf die Lippen und das geht natürlich am allerbesten mit einem Lip Gloss. Geht auch mit einem Lippenbalsam, wie die Vorlieben einfach so sind. Ich habe auch jetzt keine spezielle Vorliebe. Ich nehme mal Gloss, mal Lippenstift.
so einen schönen natürlichen oder eben auch einen Lippenbalsam. Das ist alles Geschmackssache und da kann jeder nehmen, was das Lieblingsprodukt im Prinzip ist. Also ich schreibe nichts vor, kann ich auch gar nicht. Nehmt das, was ihr am liebsten für Produkte verwendet. Und ich nehme heute einen Lipgloss. Und der passt vom Farbton her ziemlich gut zu dem Rouge, das ich verwendet habe, sodass die Farbe nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird. Es ist nicht eins zu eins dasselbe, aber vom Farbton her ist es sehr ähnlich und das lässt das Ganze halt einfach auch nochmal harmonischer wirken. Und wenn ihr mitgezählt habt, dann habt ihr gesehen, das waren meine 5 Produkte und mein Look. Frischer, lebendiger für jeden Tag, ist damit auch fertig. Und so wirkt das Ganze dann auch schon wesentlich frischer, lebendiger und strahlender, als wir es am Anfang gesehen haben, wo ich noch komplett ungeschminkt war. Ich habe, wie gesagt, keine Probleme, auch ungeschminkt unter die Leute zu gehen, aber so fühle ich mich dann doch etwas wohler in meiner eigenen Haut und auch wenn ich jemandem gegenüberstehe, weil ich einfach weiß, ich sehe zurechtgemacht aus, aber nicht übertrieben, ich sehe frisch aus und das ist die Hauptsache, um die es mir persönlich geht und deshalb mache ich das auch gerne so gut wie täglich, immer mal in so ein paar Variationen. Aber das sind so 5 Produkte, die ich im Prinzip immer benutze, oder die 5 Produktkategorien, die ich immer benutze, wenn ich einen frischeren Look haben möchte. Wenn euch dieser Look gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen entsprechenden Kommentar da lasst und wenn ihr mögt, auch gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr das noch nicht getan haben solltet, dann freue ich mich auch immer über ein Abo, das für euch selbstverständlich kostenlos ist. Aber ihr seid dann immer informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Und mir bedeutet es wirklich die Welt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!